Ja, Leute, grüßt euch. Herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Ich habe lange nichts von mir hören lassen. Das ist der Grund, verschiedene Faktoren, viele Sachen passiert. Aber jetzt sind heute endlich mal wieder seit langer Zeit unterwegs. Neues Lost Place Video. Das ist nicht so das brutalste. Also der Lost Place ist immer so übertrieben geil. Aber viele persönliche Briefe, viele persönliche Bilder. Und ja, viel natürlicher Zerfall so. Was irgendwo auch einen Charme von einem Lost Place ausmacht, ne? Ach, und verdammt viele Mücken hier und schwitzen drüber schon wie eine Sau. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los, oder? Let's go. Wie gesagt, ich habe den Tipp, oder besser gesagt, meine Freundin hat hier zufällig, die ist in einem kleinen, abgelegenen Dorf durch die Straße gefahren und hat mir gesagt, Mensch, da steht so ein Haus, kick dir das doch mal an. Das sieht so aus, als wenn da auch noch ein bisschen Kram drin steht. Tja, und dann sind wir einfach mal her. Und jetzt sind wir hier. Ja, wie gesagt, ich will nicht viel schnacken. Wir haben schon ein paar Briefe gefunden. Da stand das Datum 1980 drauf. Tatsächlich, also ist schon ein paar Donnerstage her, dass hier irgendjemand mal erlebt hat. Oder besser gesagt, hat lange einer erlebt, will ich es einfach mal behaupten. Und ja, hier sehen wir zwei Hundehütten. Also die Herrschaften, die hier gewohnt haben, hatten anscheinend zwei Hunde. Vielleicht finden wir irgendwo noch ein paar Bilder oder so, was das für Hunde waren. Kann ich jetzt nicht mehr sagen, nicht genau sagen. Und hier direkt neben mir, also links von mir, da ist Denise, die wühlt da gerade irgendwo rum. Versucht Informationen rauszukriegen. Und hier vorne ist das Wohnhaus. Ja, aber erstmal kicken wir uns. Links von mir sind ein paar Stallungen und da wollte ich gerne zuerst mal reinkicken. Ja, wie gesagt, das sind diese Stallungen hier. So wie die meisten Leute früher gemacht haben, haben die sich hier bestimmt Schweine erhalten. Drinnen hatte ich auch schon Bilder gesehen von Pferden, vielleicht auch Pferde. Steht das natürlich nicht mehr so viel drin, da steht noch ein alter Kühlschrank. Und Problem ist, Olli hat wieder den Aufsatz für seine Lampe vergessen. Dieser Vollidiot, den habe ich zu Hause ausgepackt und habe ihn auf den Tisch liegen lassen. Schöne Wochenende. Ja, wie gesagt, da war eine kleine Stallung. Wissen ihr, was hier für ein Tier drin war? Vielleicht Schwein oder das Pferd. Ja doch, reinpassen würde das hier auch. Aber ja, kann man halt bloß wieder spekulieren. Ne? Ziemlich viel Unrat hier auf dem Fußboden. Wenn wir nachher ins Haus gehen. Oh, da liegt Pfand. Oha. Ey, das ist ein ganzer. Tschüss. Bier. Das ist bestimmt kein Deutsch. Keine Ahnung. Nee, weil ich sagen wollte, wenn wir nachher ins Haus gehen, das ist wieder so traurig anzusehen, weil das ganze Haus ist verwüstet. Da liegen noch so viele Sachen drin. Die ganzen Schränke ausgeräumt, alle Möbel umgekippt. Ich habe ja gesagt, ist nicht der üble Lost Place, aber trotzdem hat er mir irgendwie fasziniert. Auch das Außengelände hier, also das Hofgelände, weil man hier wieder schön diesen natürlichen Zerfall sieht und wie sich die Natur halt alles zurückholt, sag ich mal, ne? Ja, und direkt neben diesem Kleinstall ist nochmal ein größerer. Da sieht es auch so aus, also wenn man hier so rumkickt, als wenn hier ein bisschen mehr Platz war für Schweine. Da unten sind auch nochmal diese. Oh ja, doch, so geht das einigermaßen mit dem Licht. Muss ich mir vielleicht angewöhnen, nachher auch im Haus. Diese Befestigungsringe, wo die Schweine angemacht waren. Eins, zwei. Und hier liegt sogar noch ein bisschen Stroh drin, war vielleicht dieser Futter, ja, tschüss. Dieser Futtertrug, Tunk, ich will schon mal wieder ausgequatscht wird, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Tatsächlich, und hier, und damals so eine ganz alte Karre, aus Holz gebaut noch, mit Eisenrahmen, und einfach bloß so Holzlatten draufgeschraubt, ganz dünne. Ich sag, hier sind wir draußen, und das ist, was ich meinte, mit diesem, dass sich die Natur alles zurückholt, alles wieder zum größten Teil zugewachsen. Sieht auch aus, als wenn hier mal irgendwie ein Schuppen gestanden hat, der schon komplett eingefallen ist wieder. Also hier war auch nochmal ein größerer Schuppen oder so, wie es aussieht da hinten, also da oben. Da, auch komplett eingewachsen. Da ist auch nochmal so ein Schuppen, habe ich schon reingekickt, aber da gibt leider nichts zu sehen. So. Ja. Ja, und hier vorne direkt am Eingangsbereich, an der Treppe, steht schon so ein kleiner Hundenapf. Wo die Hunde dann natürlich gegessen haben. Ich habe schon viele leere Packungen da drin gesehen. Wie gesagt, bin schon immer komplett durchgelaufen.
Hunde-Nahrungspackungen. Ne? Ja, Ding ist auch, ich meine, wir sind hier schwer zu sehen, weil das Haus so innewachsen ist. Da unten ist eine Ampel. Und wir sind hier irgendwo direkt an der Straße. Ne? Aber wie gesagt, schwer zu sehen, weil hier vorne überall die Bäume sind und das halt komplett zugewachsen ist. Hier vorne im Eingangsbereich haben wir ein Foto gefunden, da ist eine ältere Dame drauf. Die hält irgendwas in der Hand, ich kann nicht genau deuten, was das ist, aber ich würde sagen, das ist wie so eine Decke oder so ein Pferdesattel oder so. Ja, in welchem Bezug die Frau zu dem Mann, der hier immer gewohnt hat, stand, kann ich nicht genau sagen, vielleicht Verwandtschaft oder Bekannte. Ja, und neben ihr ja, sitzt der Wackelwaldi, der hier auch mal gewohnt hat, irgendwo in seiner kleinen Hütte, hier draußen vorm Haus. Auf der Rückseite steht Jahr 2000, jetzt ohne Hund. Ja, so ist der Hund leider, so wie der Lauf der Dinge ist oder der Lauf des Lebens, irgendwann dann verstorben. Ne? Ja, kann natürlich auch sein, dass es der Hund von der Bekannten war, den sie einfach mitgebracht hat. Kann man natürlich nicht zu 100% sagen. Ne? Alles bloß Spekulationen. Ja Leute, wie ich gesagt hatte, leider nicht mehr die übel, brutale, geile, ingerichtete Location. Aber habe ich ja draußen schon gesagt, hier liegen so viele Sachen rum. Und das ärgert mir immer so sehr, dass irgendwelche Jugendlichen herkommen und alles kaputt schlagen, sinnlos. Ja, aber kann man leider nicht ändern. Ja, links von mir ist jetzt hier die Wohnstube, geradeaus, Küche, Bad. Und hier geht's dann nochmal nach oben. Ja, krass, ne? Mhm. Das ist schon übel. Findest du jetzt nicht mehr? Nee. Die Nisi Pisi. Hat gerade gesagt, hier ist so eine ganz alte Tapete dran, die man heute nicht mehr findet. Würde ich auch behaupten, dass man sowas eventuell in Hose mehr findet. Aber der größte Teil von der Tapete ist schon von der Wand gekommen, ne? Ja, wo kickt jeder Lost Place in den Kühlschrank? Hier brauche ich die Tür nicht mehr aufmachen, weil sie offen ist. Ich habe vorhin schon mal reingekickt, also bäh. Brutal. Also wer einen schwachen Magen hat, am besten mal kurz wegkicken für die nächsten 20 Sekunden oder so. Da, alles schon voll mit Magen. Da liegt doch noch irgendwas unidentifizierbares Lebensmittel, keine Ahnung. Wer weiß, wie lange der schon offen steht. Ja, und im Raum hier neben, wie ich vorhin schon gesagt hatte, das Bad. Ja, irgendwelche Idioten, die ganzen Klamotten in der Badewanne reinhauen. So sieht man vielleicht ein bisschen besser. Da hinten ist noch das Waschbecken. Genau, das Waschbecken, da steht noch so ein kleiner ja, Kloschrank oder was auch immer. Aber sonst ist hier, wie gesagt, alles durchwühlt, durcheinander geschmissen. Einfach nur schade und traurig. Mach mal einfach die Tapete hier ein bisschen weg und hoffe, dass die Bude nicht auseinanderfällt. Entweder war das eine kleine Durchreiche. Ja, doch, das sieht aus wie eine kleine Durchreiche, ja. Ja klar, das ist eine kleine Luke von der anderen Seite. Ja, und hier der Herd. Steht auch noch alles drauf. Bin nicht wundern, wenn da sogar noch Essen drin ist, aber nee. Da ist eine Eierverpackung. Und hier links in der Ecke. Das war dann wohl der kleine Ofen. Anhand von diesen Kassetten, auf dem einfach nur Marktpreis draufsteht. Ja, Sprachfehler ist da. 21,95 DM. Was haben wir hier? Was hier drauf? Wildecker Herzbuben. Krass. Die drei Bewsowkis, Alter. Davon kenne ich auch einige Lieder. Hab ich damals auch gebrüllt, wo ich auf dem Sofa immer. Scheiße, was noch? Lieder aus der Lederhose. Aha, geil. Hier drüben kommen wir ins Schlafzimmer. Wohnzimmer habe ich erstmal übersprungen, weil die Nisa kickt, ob sie vielleicht irgendwie ein paar Hinweise findet, was hier mal passiert ist oder unter welchen Umständen die hier gelebt haben oder warum das Haus verlassen worden ist. Oder ja, was doch immer darauf schließen könnte, ne? Ja, ich kann nur immer wieder erwähnen, traurig, wenn ich die ganzen Sachen da unten sehe.
alles rausgeholt aus dem Schrank, irgendwo durch die Gegend geschmissen. Bett steht hier auch noch, aber ja, Matratzen auch runter daneben hingeschmissen. Der einzige Schrank, der tatsächlich noch voll ist, ist der hier. Der Kleiderschrank ist noch komplett eingerichtet. Da hängt alles noch so, wie ich mir gewünscht hätte, dass er da noch hängt. Also auch die anderen Kleidungsstücke. Sehen aber eher aus wie Jacketts von irgendeinem Mann zum größten Teil. Ganz rechts irgendwie Schlafkleidung mit Sicherheit. Aber man sieht ja auch ganz alte Kleidung, ne? Und auf dem Boden überall Socken. Und auch nochmal zusammengelegt hier Schlafanzüge, so wie es aussieht. Und alles Mögliche, was man so an Bekleidung braucht, ne? So, hier habe ich jetzt einen persönlichen Brief hier von sehr geehrter Herr Punkt, Punkt, Punkt. Vor etwas längerer Zeit hatten Sie reserviert, einseriert, ja, alles fürs Pferd etc. Wir suchen sehr günstige landwirtschaftliche Geräte. Hätten Sie noch etwas anzubieten? Wir wollten etwas landwirtschaftlich betreiben und müssen ganz klein anfangen. Wir sind zu erreichen. Bla 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 bla. Punkt, Punkt, Punkt. Mit freundlichen Grüßen. Genau. Ja, also hat er auf jeden Fall ein Pferd gehabt. Ich hatte irgendwo vorhin auch ein Bild von einem Pferd gesehen. Vielleicht finde ich das auch schneller. Ja, zwei Pferde sogar. Ein weißes und ein bräunliches. Also Pferde und Schweine, wie ich vorhin schon vielleicht gesagt hatte, wo ich draußen im Stall war da. Denise hat jetzt hier nochmal ganz interessante Sachen gefunden. Eine Eheurkunde. Also auf jeden Fall war er schon mal verheiratet. Herr Punkt, 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 geboren am 21. Dezember 1928 in Punkt, Punkt, Punkt und Frau Punkt, 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 geboren am bla bla bla, bla 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 bla, haben am 23. Oktober 1954 die Ehe geschlossen. Der gemeinsame Familienname ist Punkt, 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 vermerke, die Ehe ist geschieden, Urteil des Kreisgerichts Punkt, Punkt, Punkt ist rechtskräftig. Seit dem 13. Oktober 1967, ja. Ausgestellt übers. Oh, Scheiße. Wo war ich? 67. Ort und ausgestellt am 18. Juni 1968. Leiter der Urkundenstelle. Ja, krass, krass. So, und da die Ehe ja dann irgendwann in die Brüche gegangen ist, hat der Mann dann angefangen, ja, wie heißt denn sowas, sich in irgendwelchen Zeitungen Anzeigen gemacht, um vielleicht eine neue Lebenspartnerin zu finden. Ne? Hier haben wir jetzt mal so ein Beispiel. Hier ist die Frau auf dem Bild zu sehen. Und sie schreibt an ihn, lieber Unbekannter, jede Woche lese ich die Anzeigen in der Zeitung, in der Hoffnung, auf diesem Wege einen ehrlichen und lieben Partner für den Rest des Lebens zu finden. Wer möchte schon gerne alleine bleiben? Einsamkeit macht krank. Nun möchte ich mich erstmal vorstellen. Ich heiße, bin verwitwet, 63 Jahre alt. 1,65, frauliche Figur, häuslich, ehrlich, Natur- und Gartenfreund, bin nicht ortsgebunden. In der Hoffnung, von Ihnen eine Antwort zu erhalten, auch wenn Sie sich anders entscheiden. Danke. Mit freundlichen Grüßen, er hat sie noch ihre Telefonnummer notiert und dass er bitte nach 18 Uhr anrufen soll. Ja. Hier auf dem Tisch haben wir jetzt ein Bild gefunden, so ein gemalter Blumenstrauß oder Blumenpott. Und da unten in der Ecke, ich glaube, versuch mal mit der Lampe aufzuleuchten. Da unten steht 1937. Den Namen kann ich mir mal genau entziffern. Krass. So. Jetzt gehen wir nochmal in die oberste Etage. Die Treppe hoch. Bum, bum, bum. Lalalala. Ja, hier sind auch noch mal vereinzelte Zimmer. Hier steht noch mal so eine Klappcouch drin. Da liegt ein Hundehalsband. Wieder der Hinweis, hier haben Hunde gelebt. Was ich vorhin schon gesehen hatte, ich bin vorhin schon mal immer hier durchgelaufen. Hier waren natürlich Jugendliche, was liegen da unten? Papes. Und da hinten in der Ecke. Da ist er, der Joint, der Rest, das Überbleibsel. Und guck mal, ich habe mir die ganze Zeit gewundert, was hier so zwitschert und trillert. Da vorne am Fenster. Sieht man jetzt ganz gut.
Der eine kickt sogar gerade her. Der hat mich entdeckt. Der schlägt da mit seinem kleinen Schnabel. Ich versuche mal ein bisschen dichter ranzugehen. Mit seinem kleinen Schnabel versucht er da gegen Fenster zu schlagen. Aber guck mal an, wie süß sie sind. Die kleinen da. Ich weiß nicht, ob das da ein Nest ist, aber es sieht so aus, als sind da Jungtiere, würde ich sagen. Die warten jetzt auf Mama, bis sie was zu schlucken bringt, ne? Tschüss. Ja, habe ich noch eine Zeitung gefunden, auch nochmal vom 3. Oktober 1980. So an sich gibt es hier oben leider auch nicht mehr so viel zu sehen. Da stehen nochmal irgendwie Fußbodenfarben. Da hinten Acrylharz. Ja, Vorstreichfarbe. Okay, hier unten liegt auch nochmal eine Zeitung. 11. September 1990, 10 Jahre später, also, ne? Ja. Und sonst auch bloß Klamotten, ein alter Koffer. Tja, ich bin jetzt außerhalb vom Haus und gehe jetzt hier nochmal die Treppe runter, weil ich hier nochmal so einen Schuppen entdeckt habe, den ich mir nochmal angucken wollte. Und wenn ich hier so die Treppe runtergehe, rechts neben der Treppe ist noch eine Hundehütte. Also hatten die anscheinend drei Hunde hier. Drei Hundehütten macht drei Hunde eventuell auch. Ja. Ich gehe jetzt einfach nochmal gucken, was in dem Schuppen da ist. Ja, dieser Schuppen hat sie als Garage enttarnt, entlarvt, auch immer. Wo leider kein Auto mehr drin steht. Das wäre natürlich mega geil gewesen. Tja, ich habe jetzt nochmal gesehen, dass das ganze Haus hier nochmal komplett unterkellert ist. Oh, und hier ist es auch gleich schön kühl. Oh. Ja, der Obi. Nee, unterkellert ist das gar nicht. Aber ziemlich tief in der, im Boden drin, ne? Hier liegt auch nochmal ein Haufen Zeug von ihm rum. Und hier irgendwie alte Werkstoffe und so. Und irgendwelche Farben, Kettensäge, bestimmt Benzin oder Öl drin gewesen. C-Max, Beton. Ja. Ja, das war einfach seine Werkstatt, so wie es aussieht. Ja. Seine kleine, aber feine Werkstatt. Genau. Da sieht man das auch wieder, wie das alles darin gewachsen ist. Wie ich vorhin schon sagte, die Natur holt sie alles zurück. Ja. Da seine kleine Werkbank, da nochmal ein bisschen Draht, Ofenkacheln, eine Tür. Ja. Und so ein kleiner Schrank. Hier an der Wand hängen nochmal Sägeblätter. Ja, so war das schon besser. Mit dem Licht meine ich jetzt. Ja, und was liegt hier unten auf dem Boden nochmal rum? Auch wieder irgendwas von 1989. Sie, 1989. Doch immer das ist. Ich muss erstmal kurz. Sieht aus wie so ein kleiner Kalender, einfach nur. So ein Taschenkalender. Ah. Ja, Leute, hier, wo ich das Video angefangen habe, hier bei Nelkert auch an der Hundehütte. Von dem guten, ich nenne einfach mal Charlie den Hund, der hier gewohnt hat. Wie auch immer, ja. Das Haus war, wie gesagt, leider nicht mehr so übertrieben geil. Aber irgendwie war es trotzdem interessant, weil Denise hat noch viele Unterlagen gefunden. Die haben viel oder einige von der Geschichte erfahren, von dem Herrn, der hier mal gewohnt hat. Also anscheinend war er erst verheiratet, ist dann geschieden. Hat dann mehrere Annoncen geschrieben, um wieder einen Partner zu finden für den Rest seines Lebens. Ich hoffe, den hat er gefunden irgendwann nochmal und ja, ist dann entweder im Altersheim oder vielleicht auch in einem Haus hier verstorben. Dazu haben wir leider keine Hinweise gefunden, aber naja. Nächsten Monat fahren wir in Harz und ja, da wird auf jeden Fall ein bisschen bessere Sachen zu sehen geben. Sprachfehler ist da. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt einfach mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Tschüss!